So, der erste Schritt, wenn Sie Moringa einpflanzen wollen, ist den Moringa-Samen. Hier habe ich mal ein paar frische aus Paraguay in der Tüte. Die erstmal einzuweichen. Hier hat man auch dann ein paar Reste von den Schoten. Ich nehme meistens so knapp 100 Stück sind das und weiche die hier in dem Wasser ein. Meistens so am Vorabend und dann können die schön durchziehen. Das Wasser ist leicht handwarm, dann zieht es schneller ein und dann über Nacht einfach dann anweichen lassen, also 12 Stunden ungefähr. Und die Samen sehen so aus, mal schauen, ob ich hier in der Kamera, so, ja, das sind die Samen noch mit der Hülle, ne, außenrum. Und wenn man mal schaut, kriege ich das besser aufgelöst? Nee. Leider nicht. So. Na? Ja, nee, ich bin zu nah dran. So. So, jetzt kann man es hier ein bisschen besser sehen. Das ist die eigentliche, also das ist der Samen in der Hülle noch. Und jetzt kann man diese Hülle auch mal aufbrechen. Die hat innen drin das jetzt hier, das Weiße. Das andere kann man mal fallen lassen. Das Weiße hier, das ist jetzt der eigentliche Samen. Also um den geht es letzten Endes. Den kann man auch dann mahlen und zum Beispiel zur Trinkwasseraufbereitung nehmen. Ja, also das ist der eigentliche Samen, um den es geht. Aber es ist nicht schlimm, wenn wir also auch hier einfach mal die Schüssel nehmen und das einweichen. Ja, also diese leichte Hülle außenrum, die man hier noch gesehen hat quasi. Ja, also die ist vielleicht einen Millimeter dick. Ja, und deswegen sollte man die einfach einweichen. Ja, und dann kann man die über Nacht einfach stehen lassen und am nächsten Tag sind die dann schön weich, dann können sie eingepflanzt werden und das zeige ich dann gleich.